Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Wir haben eigentlich genommen, im Grunde genommen noch eine Tour, bis dann die Mission vom Nachtleben beendet ist. Oh Gott, Sonne knallt jetzt schon wieder gut rein. Und da wir dementsprechend erst auch schon durch haben und durchgefahren sind, sagt jetzt der Number Generator, der Random Number Generator, welche Strecke wir jetzt wieder fahren. 36 Strecken haben wir an der Zahl. Ich hoffe, es wird eine kurze. 19. Welchen Bus nehmen wir? Ich schaue mir ein bisschen raus. Boah. Gute Frage. Ich glaube, ich nehme den Urban Way 12 Meter. Mal in diese Lackierung. Rundfahrt aus. Alles andere aus. Nacht kann, ist eigentlich auch egal. Einfach alles auf zufällig. Dann starten wir mal die Fahrt. Eine Nachtfahrt mal wieder. Das ist sehr gut. Ich sehe nämlich gleich nichts mehr. Die Sonne ist ordentlich am Schein. Ab und zu mal. Das ist suboptimal jetzt. Aber muss ich das Beste draus machen. Jetzt will ich auf meine Monitor gucken. Ich finde interessant, dass bei Streamlabs OBS jetzt nicht mal die Mini-Feeds angezeigt werden. Ich weiß doch warum, weil ich irgendwie nicht angemeldet bin. Aber es ist auch halb so wild, denn die Dings, die funktionieren ja eh nicht. Wo ist das eingestellt? Ja. Ich guck mal nicht drauf. Oh Mann, die Sonne. Ich sehe halt nichts mehr, ne? Sah die Alerts ja eh nicht funktionieren. Erstmal den Monitor herstellen. Es ist halt auch halb so wild. Dann fahre ich mal eben rüber zum Zop. Licht anmachen wir natürlich auch nicht verkehrt. Haltebucht 1 ist also ganz hinten. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss langsam auch wieder Sinn bekommen, viel früher aufzustellen, damit ich halt notfalls auch noch was aufnehmen kann. Weil das Wetter ist leider zu gut mittlerweile wieder. Sonnenmäßig. Eine Fahrkarte bitte. Eine Wochen. Studententicket. Danke. Warte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich doch. Danke. Okay. Hier. Oh, Sie haben meine Fahrkarte schon. Hier, bitte. Ein paar eingestiegen. Boah, da wünsche ich mir jetzt doch schon lieber wieder irgendwie ein Aufbausimulationsspiel gerade zu spielen, weil das wäre dann nicht ganz so unangenehm. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Oh Gott. Jetzt ballt die aber richtig raus. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Aber ich würde behaupten, also ich bin aktuell schlafe ich auch deutlich länger als sonst. Und ich würde spontan einfach behaupten, oder ich behaupte einfach mal. Ich behaupte, ich gehe davon aus, dass es halt einfach aufgrund des schönen Wetters das der Grund dafür da ist, weil ich halt einfach die ganze Zeit den ganzen Tag einfach ultra müde wieder werde. Oh, sorry, ich mach's leiser. Weil ständig über die Sonne irgendwie, weil die ständig die Sonne irgendwie am Rumscheinen, Rumballern ist. Aber ich hoffe, ich überfahre niemanden, aber wenn ich jemanden überfahre, dann ja, habe ich ihn halt nicht gesehen. So, die Wahrscheinlichkeit ist größer, als ich ihn nicht gesehen habe, als er nicht bremsen konnte mehr. Ja, schon wieder, ich fahre wieder richtig YOLO hier durch die Nacht. Ich war ehrlich im Überlegen, dass ich dann morgen eventuell sogar früher anfange mit ETS 2. Weil ich nur bis 21 Uhr kann, weil danach wieder Mod-Arbeit gefragt ist, aber in welchem Film? Klar. Jetzt so mittlerweile bin ich mir überlegen, ob ich das überhaupt hinbekomme. So.
zeitlich gesehen hätte es auch vielleicht angemeldet können. Vielleicht hätte ich noch einkaufen müssen. Oder vielleicht muss ich morgen noch einkaufen. Aber. Ja. Das Wetter ist halt dann doch schon echt triggernd. Und wenn es wenn ich wirklich dann tagsüber dann wirklich morgen noch in den Swimmer schmeiße, dann würde ich wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es dann die ganze Tag ist, wahrscheinlich sogar mal im Multiplayer wieder fahren. Oh Gott. Das war doch bestimmt knapp. Ich bin beim Hauptbahnhof, alles klar. Viel zu früh beim Hauptbahnhof. Oder hier ist eine Ampel. Ich habe gar nicht gesehen. Ich habe die sehr spät erst gesehen, die Ampel hier. Muss ich jetzt rechts abbiegen? Ne, noch nicht, nur die nächste erst. Okay, das klappt noch relativ gut. Übrigens, The Bus von TML Studios. Das kommt am 25. März raus. Das heißt, ab 25. März oder kurz nach dem 25. März geht's dann hier los mit The Bus auf dem Kanal. Ich brauche eine Fahrkarte. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Also es ist noch Early Access und Phase 1 von 3 vom Early Access. Aber dann schauen wir uns da schon mal was? An, was im Early Access, was es bereits ja schon gibt und so weiter und so fort. Und schauen uns die komplette Entwicklung vom Game auch an. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin schon sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Dann können wir auch gleich die Türen schließen und uns auf den Weg machen Richtung Business Park. Auch wieder mit verbundenen Augen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe mich ja auch damals bei ich kann auch gerade nicht erkennen, ob ich hier eine Ampel erkenne oder nicht. Ne? Das ist auch gerade geil. Okay, gut, dass die KI noch hier gerade ist. Ich weiß so gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe es immer bei der dritten Staffel von der Belose Staffel und auch glaube ich bei der dritten Staffel von ETS 2 glaube ich immer so gemacht, dass ich dann das glaube ich früh aufgenommen habe, ne? Also so vor 12 rum. Gut, dass die Ampel auf Rot umgesprungen ist. Ich habe gedacht, hier war die noch war noch grün. Ich meine schon. Aber ich muss mal gucken. Also ich muss mal wieder ein bisschen mehr. Das Problem ist, das Wetter ist aktuell in letzter Zeit sehr, sehr gut. Oder war der sehr gut? Sagen wir es mal so, ich weiß gar nicht. Also soll wieder kälter werden, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt mit Sonnenstunden das aussieht. Mein Wissensstand ist jetzt auch eher von, keine Ahnung, von ein paar Tagen. Und da kann ich das gar nicht so ganz genau sagen, ob das Wetter jetzt super wird oder nicht. Oder bleibt. Besser gesagt. Muss ich nochmal nachgucken. Ansonsten muss ich dann jetzt auch wieder aktiver drauf gucken, wie das Wetter wird, damit ich auch sagen kann, okay, hier da scheint ordentlich die Sonne, dann nehme ich da lieber nicht auf. Oder halt nichts, wo ich irgendwie fahren muss oder so. Also was weiß ich. Aufbau-Game, das wird noch gehen oder so. Zum Glück ist es aktuell noch nicht allzu warm, von daher ist es noch kein Sauna-Feeling hier. Aber besonders so, wenn man jetzt wie in diesem Fall fährt, ist es halt doch schon ein bisschen anstrengend. Oh, Sauna geht weg, wunderbar. Da fällt mir auf, ich habe sogar noch ein bisschen was, kann dann hier nach, wenn ich damit fertig bin. Ah ne, ich wollte ja noch bei City Skylines nochmal reingucken. In welchen Film? Das ist ein bisschen anpassen alles, das ist dann, wenn es so richtig losgeht, wie dass ich mich mit den alten Mist, den ich gemacht habe, nicht mehr wirklich beschäftigen muss.
aber ich habe noch ein bisschen was vor. Ich glaube, ich kann nochmal dann also nochmal heute ein bisschen durchrennen dann, wobei eigentlich eher weniger, ich kann es eher vorbereiten. Ich kann jetzt nochmal über die Nacht machen mit den anderen beiden Videos, die für Samstag, also für morgen dran sind. Mal wieder eine sehr, sehr kurzfristige Aufnahme. So, und dann sind wir auch gleich drin, wieder im Business Park oder im Astra Park. Was? Astra Park? Ich meine, das sieht auch wirklich mal Business Park. Aber gut. Oh Gott, wenn wir schon vorsichtig fahren. Jetzt sehe ich nichts mehr, irgendwas auf dem anderen Monitor. Aber ist auch mittlerweile normal. Puh. Ah, ich brauche echt dunkle Gardinen oder whatever. Ich meine, warm wird es immer sein. Das ist scheißegal, ob es jetzt helle Gardinen sind oder ob ich jetzt weiße Gardinen habe oder cremefarbene Gardinen habe oder schwarze Gardinen. Wurzeln werde ich im Sommer hier immer. Im Hochsommer vor allem. Ja, ich merke schon, das ist wieder. Aber das ist die Route 19, die ist schon eine nice Route, eine nice Linie. Da man hier ja doch schon ziemlich viel Wartezeit hat. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. So, Westspeiche, dann glaube ich. War das dann nach Ostspeiche? Westspeiche. Das bin ja schon Schlangenlinien fahren. Hier, bitte. Na klar. Klar, hier, bitte. Dann heißt es wieder warten. Denn wollen wir mal weiter. Diese Tage werden sogar ziemlich gut. Also morgen ist sogar Sorry, ein Tag. Ich habe ganz vergessen auszusteigen. Nächster Halt, Nordspeicher. Morgen ist sogar ein Tag, wo es gar keine Sonnenstunden gibt. Komplett bewölkt und so, von daher könnte das, wäre das ja morgen sogar. Hängt der morgige Stream nur davon ab, ob ich jetzt einkaufen muss oder nicht. Ob der halt vorher stattfindet, vor 21 Uhr oder nicht. Also, klar, geht nur bis 21 Uhr, aber ob der halt wieder stattfindet oder nicht. Ja, eher davon ab, ob ich einkaufen muss oder nicht. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Ich will ja echt nicht nerven, aber können Sie bitte die Rampe runterlassen? Sie haben hier. Hier bitte. Dann machen wir dich schon nochmal zu. Die Rampe habe ich natürlich gesehen. Ich habe so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Na klar, hier, bitte. Dass sie auch all ihre Tickets haben, ne? Oh, mein Bauch. Dann schnell zum Tellmann Forschungszentrum. Nächster Halt, Tellmann Forschungszentrum. Ich sag grad auch, wenn ich da wirklich auch fertig bin mit dem Bus 518, wenn ich jetzt auch nicht mehr weiter plane zu fahren. Ist ja schon wieder ein Tag ohne Projekt, Mensch. Muss mich ja wieder ein bisschen anhalten. Nächster Halt. Ohne Rampe Zellermann kann ich nicht runterfahren. Wiedersehen. Ich
brauche eine Fahrkarte. Klar. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Amber festhängen. Nicht schon wieder. Klar. Nicht schon wieder, auch nicht schlecht. Tagesticket kommt sofort. Danke. Schön. Und die wilde Fahrt geht weiter. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Aber schon mal gut, das ist gut zu wissen, dass es in den nächsten drei Tagen so wieder gut werden. Also das heißt, bitte alle aussteigen. Dann werde ich glaube die Zeit dann nutzen, um Spiele aufzunehmen, wo ich fahre. Wo eine Konzentration halt doch schon eine andere ist jetzt als bei irgendwie, was weiß ich, Gebäudeplatzierung oder sonstigem. Moment, wo ist mein Hut hin? Ist ja doch noch ein Stückchen. Ich dachte, wir müssten jetzt hier vorne wieder zum Depot, aber offenbar nicht. Dann werden wir wahrscheinlich da vorne gleich nochmal drehen und dann zum Depot zurückfahren noch. Zeitlich gesehen haben wir jetzt aufgrund der Rampe, liegen wir jetzt hinterher, der Zeit hinterher. Oh. Jetzt die rechts haben, vielleicht gleich rechts rum, dann nochmal rechts rum, dann nochmal rechts rum, dann nochmal rechts rum. Eventuell mal schauen, was das Navi sagt. Nächster Halt, Granite Platz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wow, perfekt geparkt. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Glaube ich, alle ausgestiegen. Puh. Plötzlich wieder von ganz viel Sicht zu gar keine Sicht. Da wäre niemanden mehr drin. Das heißt, wir können jetzt auch rüberbrettern. Und alles mitnehmen, was geht. Klar. Aber egal, ob das Geld ist ja irrelevant, ist ja einfach noch die letzte Mission, die wir jetzt hier gerade fahren. Die wir dann gleich beendet haben. Und um das Geld und um die Punkte. Guck mal, wo ist das schon seit Ewigkeiten nicht mehr? Da haben wir einfach viel zu viel von. Aber es soll ja angeblich im neuen Teil sich dann verbessern, dass man mehr Möglichkeiten hat, das Geld auch auszugeben. Den Müll nehme ich dann auch gleich wieder mit. Im Depot. Ist doch gleich wieder entspannter für die Augen, wenn ich dann, wobei, ich glaube, ich muss gleich nochmal wieder mit der Nase im Bildschirm hängen, wenn ich dann am Schneiden bin, aber okay. Selber schuld, warum nehme ich das Video auch am Tag raus, wenn es rauskommen soll? Ganz einfach, ich komme da vorne noch nicht dazu. Aber ja. Oh, man muss gar nicht den Müll mitnehmen, lol. Achieve unlock key to the city. Und wieso das Ganze, sehen wir jetzt. Wahrscheinlich. Ha! Du hast meine Erwartungen übertroffen. Die Leute lieben den neuen Nachtbusse und der Tourismus boomt. Gut gemacht. Ich freue mich schon darauf, in Zukunft wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Bis dahin bleibt mir nur übrig, Danke zu sagen. Ciao!
So sieht es nämlich aus. Denn wir haben das Ganze hier abgeschlossen. Und jetzt würde es nur noch die DLC-Mission geben, aber da das Map-DLC oder die Map-Expansion ja auch im Bus Nummer 21 drin ist, werde ich das dann quasi neu beginnen. Zwar wegen Bus Nummer 21, wegen den neuen Möglichkeiten, aber dann werden wir irgendwann auch die Nachtleben-Mission im neuen Teil beendet haben und dann weiter, ich glaube, gen hier fahren, gen Kehrstadt und gen Sonnenstein. Und die müssen wir dort auch machen. In dem Sinne, ja, mal schauen, ne? Also, vielleicht passe ich das noch an. Ich denke mal, ich passe das noch an. Was ich dann im nächsten Verlauf dann die Strecken hier anpasse, dann muss ich die vielleicht alle nochmal neu fahren, aber wäre ja auch nicht so das Ding und dann, das wird dann halt da genügend Fahrer drauf einsetzen. Und so weiter und so fort. Das mache ich ja immer in den nächsten Folgen, in den nächsten Bus-Simulator 18 Videos. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video.